Willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Statistik und zwar im Speziellen Häufigkeiten, absolute und relative Häufigkeiten. Hier ist ein Beispiel, in dem absolute und relative Häufigkeiten berechnet werden sollen. Vielleicht lest es euch kurz durch. Wie wir nun hier in der Angabe erkennen können, gibt es insgesamt 30 Symbole. Das heißt, wir schreiben uns schon einmal auf, zum Beispiel G für die Anzahl, die Gesamtanzahl der Symbole. Es gibt 30 Symbole. Als nächstes betrachten wir die erste Information hier in der Liste. Und zwar haben wir eine Information zum Smiley. Hier steht, dass das Smiley 7-mal in der Liste vorkommt. Das heißt, hier können wir 7 aufschreiben. Insgesamt schauen wir uns hier die absoluten Häufigkeiten an. Dann haben wir einen Prozentsatz. Wir haben hier den Baum und es steht, dass 30% der Symbole ein Baum ist. Das heißt, wir können uns aufschreiben, 30% von allen Symbolen. Wir wissen, insgesamt gibt es 30 Symbole sind Bäume. Wenn wir uns das überlegen, 10% von den 30 sind 3. Wir haben aber nicht nur 10%, sondern das Dreifache, das heißt 3 mal 3. Wir haben insgesamt 9 Bäume. 7 Smileys bis jetzt. Wir können uns auch die Rechnung aufschreiben. 30% können wir uns als Bruch aufschreiben, gebrochen durch 100. Und von den 30 schreiben wir mal 30. Wenn wir jetzt geschickt kürzen, haben wir hier die Rechnung stehen 3 mal 3. Und das ist 9. Gut, als nächstes, die nächste Information, die wir haben, ist zu den Kaffeetassen. Das ist der dritte Punkt in der Liste. Wenn wir uns diesen dritten Punkt in der Liste anschauen, dann steht die relative Häufigkeit des Symbols Kaffeetasse in der Liste ist 2/5. Das heißt, wir schreiben uns gleich auf, 2/5 von der Gesamtanzahl an Symbolen, von diesen 30, ergibt uns die Gesamtanzahl der Kaffeetassen. Mal rechnen wir uns das wieder aus, wie vorher. 2/5 mal den 30, nehme ich hier die 30, dividiere sie durch 5, bekomme ich 6 heraus. 6 mal 2 ist 12. Das heißt, wir haben hier ist 12. Wir haben jetzt 7 Smileys, 9 Bäume und 12 Kaffeetassen. Wir wollen aber insgesamt, das ist ja unsere Aufgabe, die absolute Häufigkeit und später auch die relative der Warndreiecke ausrechnen. Von diesem Warndreieck ausrechnen. Gut, wir wissen, es gibt insgesamt 30 Symbole. Wir kennen alle anderen Anzahlen der anderen Symbolen. Die ziehen wir einfach von den 30 ab und das, was übrig bleibt, ist die Anzahl der Warndreiecke. Das heißt, von den 30 ziehe ich ab die 7 Smileys, ich ziehe ab die 9 Bäume und ich ziehe ab die 12 Kaffeetassen. Wenn wir uns das ausrechnen, erhalten wir 2. Das heißt, die absolute Häufigkeit der Warndreiecke ist 2. Als nächstes sollen wir die relative Häufigkeit der Warndreiecke ausrechnen. Dafür nehmen wir die absolute Häufigkeit, die Anzahl der Symbole Warndreiecke und dividieren sie durch die Gesamtanzahl der Symbole. Jetzt können wir diesen Bruch noch schön kürzen. Wir wissen, dass 30 ist 2 mal 15. Dann können wir diesen 2 kürzen und hätten wir 1 durch 15. Falls wir uns unter 1 Fünfzehntel nicht so viel vorstellen können, können wir uns auch noch diese relative Häufigkeit umrechnen in die prozentuelle. Da würden wir einfach 1 Fünfzehntel mal 100 ausrechnen. Ja, also das ist die Lösung zu diesem Beispiel und hoffentlich bis bald.